Hallo liebe Leute, das sind wir wieder mit GTA 5 und ja, Trevor ist tot. Welch traurige Nachricht. Okay, er ist natürlich nicht wirklich tot, aber ja, ich habe mich tot gemacht mit dem Flugzeug. Zweimal. Wir versuchen es mal nochmal hier. Dieses sinnlose Gesteuere, was ich nicht wirklich im Griff habe. Das Sprühflugzeug kann darin landen. Ja, eben, das habe ich zur Gerüchte halber auch schon mal gehört. Die schießen mit Raketen, genau. Vielleicht, wenn ich... Nee, das ist irgendwie fast noch verwirrender. Mit dem Gamepad dürfte das... Ja, einfach sage ich nicht, aber einfacher sein wahrscheinlich. Vor allem, wie genau muss man denn hier reinfliegen, damit das wirklich klappt? Das ist noch die andere Frage. Dass sie jetzt schießen, das interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. So, ich konzentriere mich mal. Wow, ich mit meinen falschen Tasten jedes Mal. Ich sehe sie halt auch nicht. Ich sehe sie nicht. Mann! Wie Panne ist denn das? Es muss doch zu schaffen sein, da reinzukommen. Nee, so nicht. Aber fast. Wer wendet? Hier wird nicht gewendet. Oh, jetzt ist das Flugzeug wieder kaputt. Okay, wir brennen schon mal wieder. So, wir versuchen es also nochmal. Fliegen das Frachtflugzeug hinein. Sie schießen mit Raketen. Das auf mich schießen ist, wie gesagt, das ist mir eigentlich egal. Hier reinkommen ist schwierig. Ihr seht, ich habe mal umgestellt hier noch auf Third Person. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher. Mit First Person. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Fast nicht zu bewerkstelligen. Nicht mit, eben, nicht so, wie ich das eingestellt habe. Dann noch mit Maustastatur. Ich weiß nicht mal, ob ich es so hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Das Problem ist, wenn ich es nicht hinkriege, dann wird es schwierig. So, ich gebe mal ein bisschen Gas. Damit wir auch ein bisschen näher kommen. Das bringt ja nichts, wenn wir nur hier Parallelflug betreiben. Das ist aber auch ein Gewackel. Ihr seht das schon. Da ist das ganze Flugzeug wackelt. So, wieder ein bisschen Gas. Also, oh, oh, oh. Okay, das musste so sein. So, jetzt aber bitte nicht. Ich bin ja hier in der falschen Perspektive. Jetzt bin ich in der... Ah, nein, aber nicht, dass ich jetzt nochmal muss. Nein, 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 nein. Ich kriege hier... Lasst mich bitte in dem Flugzeug drin sein. Ich glaube, wir waren halt schon fürchterlich angeschlagen von unseren komischen Flugmanövern. Na? Hm? Gar nichts? Es lädt. Das war ein Auto. Okay, darauf muss ich nicht schießen. Boah, ja sag mal. Was ist das denn? Ist der dermaßen im Eimer? Man startet doch eigentlich wieder halbwegs... Halbwegs lebendig, oder nicht?
Also bis jetzt haben sie uns nicht erwischt, okay. Wow. Da geht... Warum geht denn da dermaßen das Leben runter? Das ist ja Da bin ich froh, dass ich das blöde Fliegen überlebt habe und dann sowas. Wieso geht denn da dermaßen das Leben runter? Was passiert denn? Also, oder sehe ich die nicht? Die können ja nicht... So, jetzt haben wir noch. Okay. Nee, also das ist ja wohl ein Witz. Was übersehe ich denn? Irgendwas übersehe ich doch. Von hinten kann ja keiner schießen. Da ist ja kein, da ist ja kein Flugzeug mehr da. Also hinten. Also hinten ist das Flugzeug fertig, so meine ich. Soll ich mal eine andere Knarre nehmen? Ich nehme mal den Pump. Bestimmt eine gute Idee. Ja, okay, nee, in, wow, ja. In einem Flugzeug drin mit einem Pump. Nee, okay, doch nicht. Ja, aber ich bleibe mal in Deckung. Dann, das ist ja idiotisch, man muss doch da reinballern können. Also wenn ich hier unten bin, passiert nichts. Okay, schalte die Wachen aus. Wenn ich das so mache, ist das A, langweilig und B, das kann doch auch nicht die Lösung sein. Da ist er schon wieder fast tot. Jetzt geht's wieder ein bisschen rauf. Aha, was macht er jetzt? Jetzt schießt er irgendwie oben rüber, ohne dass er guckt. Jetzt geht's plötzlich. Was mache ich denn jetzt anders wie vorhin? Hm, jetzt geht's ja wieder runter. Die Gesundheit. Das war doch die Pumpe. Ich wollte die Pumpe eigentlich eben nicht. Jetzt brennt nämlich das Flugzeug. Da kommt eine Tür. Oh. Und jetzt komme ich da nicht mehr durch. Kann das sein? Kann man sagen. Sieht nach einer gefährlichen Sache aus. Stürzt gerade das Flugzeug ab, oder? Komme ich hier rüber? Boah, was macht denn jetzt hier? Oh Gott, der stirbt schon wieder. Das ist ja eine interessante Mission. Also irgendwie, erst fängt es mit dem Fliegen an. Und nachher artet sie aus in... Was denn? Also, es ist mir einfach nicht ganz klar. Erneut versuchen. Wir versuchen es nochmal. Jetzt habe ich noch volle Gesundheit. Von hier hinten kann ja nichts kommen. Hier kommt gleich einer angelatscht. Okay. Den machen wir mal weg. Und schon... Schon ist eigentlich wieder vorbei hier mit vernünftiger Gesundheit. Gleich bin ich wieder tot. Okay. So viel zum Thema. Gleich bin ich wieder tot. Warum verliert der dermaßen viel? Ich werde es mal versuchen mit... Moment, wir machen das mal ganz anders. Wozu haben wir denn eine Spezialfähigkeit? Vielleicht ist die Mission wirklich genau dahin getrimmt, dass wir das hier so machen müssen. So, das geht doch eigentlich schon ein bisschen besser. Kommen da noch mehr? Wie sieht es aus mit unserer Gesundheit? Okay. Ja, ich denke mal, das ist ohne... Ohne Spezialfähigkeit ist es nicht zu machen. Warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr weg? Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Machen wir es eben so. Wow, geht auch nicht. Okay. Haben wir denn Handgranaten oder sowas? Haftbomben. Ich mach mal nochmal den Pump nach da hinten. Mal gucken, wie das geht. Also, wie es geht, weiß ich. Mal gucken, wie es wirkt. Das hat doch ganz gut geklappt. Vielleicht schlecht fürs Flugzeug, aber es fliegt noch. Okay. Noch mehr von denen da hinten? Ich glaube nicht. So, jetzt komme ich auch weg.
Also ein Gewürge. Wir sind immer noch am Leben. Hier ist eine Leiter. Okay, dann haben wir das ja soweit auch doch noch geschafft. Heiliges bisschen. Was für ein Gewürge hier. Und nicht schon wieder. Nein. Nein, womit habe ich das verdient? Ah, jetzt muss ich noch ein Frachtflugzeug fliegen. We are now landing in Mackenzie Field. Ja, mir fehlt ein bisschen. Wir machen es mal so. Swapping radio channels. Over. Ronnie, okay, das fliegt sich ähnlich wie die andere Kiste. Ja, ja. Wo ist denn hier der Flughafen? Beziehungsweise wo müssen wir runter? Nein, das kann ja wieder nur was geben. Was für eine blöde Mission, sorry. Das ist ja genau, wenn man nicht gerne fliegt, beziehungsweise zu faul war, die Steuerung vernünftig einzustellen, dann hat man hier genau diesen Käse. Da hinten müsste das irgendwo sein. Ich gehe schon mal fleißig runter. Das passt soweit. Damit können wir noch so drehen. Ist soweit klar. Ja, warum denn? I've got the fucking Air Force on me. Eben. Shit. Gain some altitude. Aha. We'll see if that helps. Okay, dann steigen wir mal wieder. So, weiter düsen. Aha, hier ist genau umgekehrt. Wenn man hier in die Höhe geht, wenn man hier in die Höhe geht, dann lassen sie einen eher in Ruhe. Sieht aber schon cool aus, muss ich sagen. Ja, was denn? Muss ich noch höher? Noch höher. Den Stern entgegen. Ja, ich kann nicht allzu weit drauf. Ich muss ja dann irgendwann wieder runter und landen. Oh, ja. Ja, was denn nun? Eben. Genau. Also wo er recht hat, hat er recht. So viele Menschen hier unten, da schießt man nicht einfach ganze Frachtflugzeuge ab. Macht man nicht. Vor allem, ihr müsst mich nicht abschießen. Ich kann sowieso nicht landen. Ja, toll. Und jetzt? Gleich macht's wieder Boom. Trevor ist tot. Auf sichere Höhe und vom Flugzeug zu springen. Ich kann nicht mehr steigen. Wie steige ich denn aus? Aha. Los, renn, 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 renn. Renn, 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 Trevor. Rüber, runter, renn. Renn und spring. Uah. A und D, um zu drehen, S gedrückt, um langsam zu fallen, W gedrückt, um schneller zu fallen. Wie mache ich das Ding auf? Diesen hier, diesen, diesen, okay, hier drehen. Wo muss ich hier irgendwo hin oder muss ich einfach heil runterkommen? Drücke, um den Fallschirm zu öffnen. Okay, das ist klar. Aber wo ich hier lande, das ist im Spiel relativ schnuppe, so wie es aussieht. Ui, okay, das war das Flugzeug. Ja, ich würde sagen, wir machen mal auf, sicherheitshalber. A und D lenken. Ja, ist klar. Ich sehe aber immer noch keine Markierung. So geht's runter. Da haben wir den Steilflug. Ja, ja, wenn man Flugzeuge fliegen kann, dann kann man auch... Ganz klar. S gedrückt halten, um langsamer zu sinken. Ja, dann zieht er an. Okay, wollen wir das? Nein. L beim Steuern gedrückt, um präziser zu lenken.
Cool, macht er Päckchen. Ja, nicht, dass dann hier irgendwo eine Markierung ist und die ist außerhalb von der Karte, weil ich zu weit unten bin. Okay, wir können hier mal nochmal ein bisschen Gas geben. Dann können wir nämlich hier dann wieder diesen hier machen. Die Embryostellung. Ich denke mal, hier kann man landen. Das ist eine Straße. Hier fahren Fahrzeuge. Dann werden wir hier nicht verhungern. Gut, gehen wir runter. Und ordentlich, hat sie nicht mal hingelegt. So, sind wir wieder in meiner Ego-Perspektive, wieder sicher am Boden und bestanden. Ich kann es nicht anders sagen als Hurra! So, und jetzt werde ich dann tatsächlich halt mal diese blöde, ach so, leichte Turbulenzen nennen sie das, diese blöde Tastatur anders einstellen müssen. Das ist so halt wirklich ein Gewürge, habt ihr gesehen. Da wirkt man sich einen weg. Okay, da kommt noch ein Anruf, beziehungsweise wir rufen Ron an. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. Ja, das müssen wir dann schon mal noch klarstellen. Nicht, dass Ron hier auf falsche Gedanken kommt, ganz klar. So, wir sind jetzt hier eigentlich eh fast beim alten Zuhause von dem guten alten Trevor. Aber ja, wir gucken mal. Wir klauen hier einen Einkaufswagen und fahren damit zurück. Nein, wir klauen natürlich ein Auto und fahren damit zurück in die Stadt oder zum nächsten Punkt. Mal gucken. Machen wir Ammunition. Okay, machen wir in der nächsten Folge. Puh, war das eine Folge. Diese blöde Fliegerei und dann noch schießen, dann wird man darum getötet und dann wird das Flugzeug noch größer. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.